explodieren gar nicht. Das Einzige ist, muss mit dem Move vor raufkommen, ne? Das heißt, ich habe nur eine Karte mit Move vor. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich Na, bin auch ein bisschen eingeschränkt, was das ich habe betrifft. zwei Karten, aber ich möchte eigentlich die nicht verwenden, ne? Also ich habe eine Move vor Karte, die ich verwenden kann, mit der komme ich dann quasi daher, oder? Nein, daher kommst du. Aber ist okay. Ist okay. Ich Also kann ich meine, ich dann. weiß nicht Achso. genau, Was wen du dann ist richtig? Ich runterwirfst. komme mit Move 4 auf die Karte hier hoch. Also ich Doch. komme mit Move 4 hierher. Nein, du kommst. Nein, das ist blöd. Das stehen wir Warte, schon nicht mal daran, falsch. nicht Tausch Warte mit mal, ach Greyguard. so. Und Brut runter, bitte. Also Deswegen Brut habe ich, meine ich. ja. Ich verwechsel euch zwei immer, es tut mir leid. Passt schon. Jetzt komme ich darauf und du kommst darauf. Ich kann I3. Nein, ich hau I3 runter. Die zwei Elite und den mittleren. Gut, Bleib du und nur da ich in werde der Nähe. schauen, dass ich die drei runterhau. Das klingt stark. Genau. Und die anderen zwei Und können mit mit Move etwas vorbeikommen. Glück. Schaut, dass ihr spät dran seid, wie gesagt. Da müssen wir halt. Der Andi schaut, dass er früh dran ist und wir werden es gerade eliminieren. Ich bin auch früh dran und schaue, dass ich auch vielleicht. Ich bin definitiv spät dran, ja. Früh ist bei mir halt immer relativ. Ja, ich Aber das bin auch Einzige, spät also dran. das Einzige ist blöd, ich bekomme bei zwei von. Nein, ich bekomme bei keinem Disadvantage. Passt schon, alles gut. Alles ist gut. Ja, aber bei Passt. der Disadvantage ist ziemlich irrelevant. Also ich soll spät drankommen, ne? Und hoffentlich sich nicht bewegen. Genau, Dass darauf sie mich sind wir nicht auch mehr eingestellt. vergiften können, ja, logisch. Wenn wir uns die Stiegen jetzt blockieren, oder eine plus 1 Bewegung, ja, dann braucht man halt. Dann ist Warte es mal, sowieso ein bisschen doof. zum Runtergehen brauchen Sie zwei Bewegungen. Um die Stiege zu betreten, brauchen Sie zwei. Also generell, um sein Stiegenfeld immer zu beziehen, braucht man zwei Bewegungen. Ja, wenn nicht, wenn das passiert, dann kämpfen wir halt dabei unten herum und hoffen halt darauf, dass die runterkommen quasi, ne? Ja, ich hoffe einfach auch, dass sie dran waren, uns nicht angreifen können und so stehen, dass wir möglichst viele runterschubsen können danach. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Also es gibt sicherlich plus 1 Bewegung für sie. Davon können wir ausgehen. Aber wer weiß, wie oft das vorkommt. Brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren, aber halt. Ja. Das wird. Hat noch deine Karte. Ich weiß, ich bin froh, wenn du das ist. Warum kannst du deinen Tinkerer nicht mehr ausstehen? Weil nichts kann. Der Ja, aber macht dafür hat er nichts. viele Der Karten. scheiß Charakter. Er ist ein untadeliger Charakter, oder? Schau ihn dir an, er schaut ganz süß aus. Mach was anderes. Oh. Oh je. Naja, irgendwann mal müssen wir ja ein Szenario auch verlieren. Das stimmt, ja. Nee, müssen wir nicht. Okay, deck mal auf. 20. Also ich bin bei 80. Wow, ich bin sogar noch vorm So, die Andi. Scouts sind dran. Vorm Michi so. 79. Die greifen zwar schwächlich an, aber haben plötzlich einen Fernkampfangriff auf zwei Targets. Das ist nicht gut. Die schubsen uns, wenn wir sie nicht schubsen. Ne, die sind vor uns dran. Ja, also vorm Michi und vorm mir zumindest. Nein, wir werden das schon machen. So, die Sonnendämonen sind mit 68 dran. Die bewegen sich mit zwei Feldern und greifen einen Protest an. Puh. Das ist okay, damit können wir leben. 35, das heißt mit meinen 20 fange ich an. Ja. Okay, pass auf.
Was ich auf jeden Fall mache, ist die Unterhälfte von Enhancement Fleet. Das heißt, ich und alle angrenzenden Verbündeten kriegen plus 1 auf ihre Angriffe. Also wer in diesem Zug neben mir steht, wenn er angreift, kriegt plus 1. Das könnte der Andi sein. Und ich bin es auch, weil ich mache jetzt einen, die obere Hälfte von Stunshot, Reichweite 3, einen Angriff 2 mit Stun. Die Frage ist jetzt, wen ich Stun ist. Sechs Sonnendämonen oben erreiche ich nicht. Also wenn du den Sonnendämon unten stunst, dann schiebe ich ihn runter und mache einen Fernangriff auf den Sonnendämon. Ja, das Problem, das ich habe, ist, dass ich dort von diesem Scout hier auch fokussiert werde, wenn ich ihn jetzt nicht zahle. Aber ich werde es natürlich trotzdem machen, weil der Sonnenbewohner ist einfach ein guter. Der hat halt plus 1 auf Angriff. Ah, naja, Moment. Der weil Scout, sonst verfällt mein Fernangriff. Naja, stopp, ganz wichtig. Der Scout greift mit 79 an und greift zwei Leute mit Fernkampfangriff an und schiebt die dann in der Gegend. Ah, ja. Die stehen dann vielleicht nicht mehr neben den Stiegen und kommen nicht dorthin, wo sie. Ja, naja, stimmt, das ist blöd. Warte mal, entschuldige. Wieso schieben die Scouts? Ja, weil wir nicht fliegen. Weil jeder Angriff Push 1 macht. Ja. Das ist das, was wir ja ausnutzen wollen. Die Sonnendämonen schieben auch. Wir sollten jetzt schon mal gut denken, wer da wohin geschoben wird, bevor wir überhaupt zum Stiegen kommen. Ich habe gegen das geschoben, oder? Nein. Warte mal. Wir werden zuerst haben. Die Sonnendämonen werden das erste Mal. Wir bewegen sich mit 2. Tracker hat was bei der wird zum Tracker zu dir und den schieben. Ja. Der untere geht direkt zum. Er schiebt ihn entweder da oder daher hin. Nein! Warte mal. Der kann ihn nur auf die Stiegen schieben. Ja, eben. Und auf die Stiegen geht nicht, weil das würde Bewegung 2 brauchen. Nein, also ein Push 2. Noch ein Push 1 schiebt auch auf. Schwieriges Terrain. Okay. Aber es macht nur viel Schaden. Moment, warum kriege ich da viel Schaden? Na, weil er dich angreift. Mit einem, ja, mit einer Stärke 5. Ich werde 4 und krieg plus 1 auf den Angriff kommen. Ich werde nichts sammeln. Das Problem ist, dass die Scouts, dieser Scout hier, der wird zwei Leute angreifen. Das werden der Crackhart und ich sein. Ja, aber den Crackhart schiebt er daher. Hartmann. Hartmann. Der Scout schiebt den Crackhart hierher. Und das wäre nicht gut, weil dann kommt er nicht rauf. Also, ich. Ja, nur das Problem ist, wenn du den runterschiebst, dann verschiebt mich der Scout und dann komme ich nicht rauf. Das heißt, wir müssen den stunnen und den runterschieben. Und die Angriffe müssen wir einfach hinnehmen. Na gut, also ich stunne den, ich greife den Wyrmling Scout Nummer 5 an. Das ist ein Angriff 2. Und Stun. Du erreichst nicht zufälligerweise den hier, den 8er. Den würde ich auch erreichen. Mach den, weil da gehe ich rauf und dann erwischt mich kein Sonnendämon. Ja, aber dann wird der. Dann erwischt er den Hartmar. Aber ich komme ja vorher dran. Ich komme vor dem Scout dran. Ja, schon, aber der Sonnendämon hat dann den Hartmar. Okay. Ja, das stimmt. Der hat. Warte mal, was hat der für eine Bewegung? Der hat Bewegung 2. Wobei, ja, das könnten wir. Achso, nein, ja, stimmt, der kommt zum Hartmar. Ja. Das ist okay. Blöd. Wir bleiben genauso. Also der Stun, der geschoben wird. Ja. Ich ärgere mich immer noch, dass ich kein Sonnendämon sammle, weil das sind so ein guter Angriff. Das wird wirklich nicht besser, also kommt sie nicht drauf. Ja, okay. Also, wie gesagt, ich greife den Oren Scout an, ich ziehe jetzt eine Karte. Sobald ich die gezogen habe, dann ziehe ich die. Ja, zieh halt. Okay, plus 0. Also 2. Ich habe 2 Schaden, ich schiebe ihn hierher und er ist da. Haben wir uns darauf geeinigt, ob sich. Ein Push addiert mit dem Push 1 von Ja. Ja, tut's. Okay. Ich brauche jetzt Stunmarker. Soll ich ihn organisieren?
Da, ich hab ihn. Allerdings habe ich ihn nicht genommen, ich weiß nur nicht warum. Blöder Dings. Da komm ich dran. Andi, du mach ich ein, solange du da stehst, neben mir stehst. Ja, ja. Dann mach ich mal einen Fernkampfangriff. Warte mal, Hartmann, ganz blöde Idee. Du hast ihn ja nur angegriffen, oder? Du hast dich nicht bewegt. Ich hab mich nicht bewegt. Ja, du könntest dich aber zwei bewegen. Nein, kann er nicht, weil er hat den You and all adjacent allies add plus one to attack. Nein, er kann die zwei einfach so verwenden. Was? Nein, kann er nicht, er hat das untere genommen von Enhancement Field. Entschuldige, passt. Ja. Ja, zum Beispiel, dass du den unteren Stunst und Blocks, der Blut nach oben geht und uns der Sonnendämon nicht angreift. Das ist garantiert ein Plan, ne? Mhm. Aber wenn ich ein Feld ziehe, reicht schon aus. Genau. Hierher ziehen müssen. Ja, warte, ich weiß nicht, ob das beim anderen mit seinen Karten auch geht. Ich habe halt nicht das plus 1, das ist alles. Ja, aber wir kassieren eine Runde den Schaden. Du bewegst dich eh hin zu dem Scout, ne? Ja, aber der Sonnendämon erreicht. Aber zu dem oberen muss er hingehen. Nein, ich gehe zum oberen bis dann. Den unteren schiebe ich. Nein, wir haben uns gerade überlegt, dass wir es anders machen. Okay, dann sag mir bitte nochmal, wie du es gemacht hast. Ja. Du greifst den am Fernkampfangriff. Du stunst den, er kommt da oder daher. Da kommt irgendwo her, bewegst sich dann um ein Feld drauf, ja. Oder um zwei, ja, um ein Feld in dem Fall, also es haut sich runter, ja. Oder noch besser, ich bewege mich hier höher. Nein, das nicht. Oh ja, ich kann durch dich durch. Du kannst doch nicht durch, nur dann wirst du mich da drauf geschoben. Ja, ist ja wurscht, beweg dich daher, das passt schon. Der Andi kann ja durch dich durchgehen. Okay, ja, ja. Ich würde dann einfach daher gehen und ihn dann runterschieben. Und ihn runterschieben. Warte mal, dann müsstest du aber 1, 2, 3, also du müsstest 4 Push haben gesagt. Nein, hast du nein. Genau. Ich kann ihn dann aufschieben. Okay, dann mache ich es so. Du hast recht, das ist eine super Idee. Kann ich es auch herschieben. Den Schaden hat der Scout 8 bekommen und zwar nur einen Schaden. Der ist gestunt, er ist auf 4 Leben jetzt. Mhm. Und der ist weiterhin auf 5. Ich habe keinen Angriffsbonus gegeben. Bewegst dich stattdessen mit der Karte normal zwei ein Feld daher. Du hast recht, das ist sehr schön. Und wenn sich der Blut dabei bewegt, kann er trotzdem rausschieben. Ja, ich kann. Genau, und der ist dann. So. Dann greife ich jetzt zuerst den Sonnendämon an. Mit Stärke 3. Okay, er kriegt 3 Schaden. Ja, ich mach das schon. Das ist der Dreier. Und du kriegst eine Erfahrung, ne? Ich krieg eine Erfahrung. Mhm. Nein, der kriegt nur 2 Schaden, der ein Schild. Ein Schild, ja. Okay, 2 Schaden. Dann springe ich darauf und schieb den hier runter. Der ist weg. Du brauchst gar keinen Schaden machen in dem Fall. Aber passiert das auch, wenn du zum Beispiel würfeln würdest, dass du einen Patzer machst? Nein, ich schiebe. Ja. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das erste ist, schau dir mal seine Karte an. Oder Move 3 und Push 2 hat. Er macht gar keinen Angriff. Achso, er macht gar keinen Angriff. Und wichtig, dieses Push 1 nach dem Angriff ist auch dann, wenn man 0 Schaden zufügt. Okay, das heißt, wenn du einen Patzer machst oder minus 2 zum Beispiel ziehst und keinen Schaden machst, pushst du trotzdem. Gut. Mhm. Passt. So, und jetzt sind jede Menge los. Jetzt sind einmal die oberen dran, oder? Die Imps. Mhm. Dann Nummer 3.
Das ist eine ausgezeichnete Idee. So, Nummer 4 kann sich nur ein bewegen, um ein Feld näher zu kommen. Nummer 5 bewegt sich auch Richtung Stimmungsdirektion. Jetzt bleiben alle anderen stehen, weil mit einem Feld kommen sie nirgendwo näher. Das ist ausgezeichnet, damit kann ich gleich 4 angreifen, aber das Problem ist, den 3er Imp werde ich nicht runterschieben. Nein, das ist genauso weit weg wie das Feld, wo er jetzt gerade ist. Ja, ist der Lese. Er fokussiert den René. Der ist am nächsten. Und es ist vollkommen egal, ob er da steht oder da steht. Zur Stiege hat er es immer gleich weit. Und um ehrlich zu sein, mir ist es lieber, wenn er so steht. In dem Fall, okay. Die niedrigere Initiative habe. Und hier sage ich einmal, bewegen wir den Zweifelsfall Richtung Mitte des Raums, weil so blöd, dass er am Rand entlang geht. Also der Sonne. Der, dem ist das wurscht, der fliegt eh. Ja, direkt in die Mitte. Ich will ihn da herstellen, ja. Daher. Okay, na dann. Den können wir sowieso nicht runterschubsen. Ja, aber da haben wir die Möglichkeit, ihn wieder zu entkommen. Das stimmt, ja. Wir sagen einfach, das ist ein dummer Sonnendämon. Er ist nicht so intelligent, ne? Er geht hier rauf in seine Lebenspunkte. Weil damit kommt er näher und jetzt wird's haarig. Sonnendämon 6 geht ein Feld auf seinen Fokus zu. Warte mal, wer ist sein Fokus? Nein, der hat sein Fokus auf jeden Fall erklärt, weil er bei ja, ich bin näher. Genau. Und macht dann Angriff 5 auf den Übrigen. Moment, stopp, ich. Ihre. Disadvantage für ihn. Der hat aber immer Advantage. Was passiert dann? Ja. Ja, warte mal, ja, kann du machst ihm Disadvantage. Ich mach ihm Disadvantage. Aber wie? Ist er noch nicht dran? Na, wer hat die Leather Armor? Ja, Armor. Gut, okay. So, folgendes. Normalerweise hat ein Sonnendämon, ein Elite Sonnendämon, immer Advantage, wenn er angreift. Das heißt, er wird 2 ziehen und sich die besser aussuchen. Durch dein Disadvantage, wo er 2 ziehen müsste und sich die schlechter aussucht, heben sich die beiden Dinge auf und er zieht genau eine an. Echt jetzt? Verdammt. Ja. Aber es ist immer noch besser, sonst hätte er Advantage. Ja, stimmt ja. Also, zumindest potenziell besser. Okay, Angriff 5, das könnte heftig werden. Minus 1, 4 Schaden. Uff, die Dinger sind ganz schön brutal. Also ich sag's gleich, ich bleib nicht in der Nähe von denen. René, du wirst dem Plan noch nicht funktionieren. Wieso? Achso doch, der Scout ist ja gestartet. Mhm. Der Scout macht gar nichts. Genau, und ganz kurz nur eine Frage, kann mein Angriff, ja? Kann ich den hierhin platzieren, dass ich die 4 treffen würde? Ja. Oh, verdammt, dann muss ich anders angreifen. Dann greif bitte du die 3 an. Die da jetzt. Ja, warte mal, wir machen mal technisch nur. Die Scouts sind dran mit 79. Die vor euch beiden dran, ja? 79, ja. Aber er macht nichts, er verliert seinen Stunt. Wieder weg, aber das war sein Zug. Und jetzt ist mit 80 der René. Alle Monster waren da. So, das war super, das macht einen riesen Unterschied. Ich mache mit dem Reviving Eater eine Viererbewegung. Und zwar hierher. So, und du sagst, ich soll da drüben angreifen. Das Problem ist, ich hätte jetzt den Impaling Eruption. Der hat eine Range 4, allerdings lege ich einen Weg.
Deswegen hätte ich das eigentlich so gemacht. 1, 2, 3, 4. Das wäre die Möglichkeit, wie ich 4 Leute angreife. Wenn du meinst, dass ich da drüben angreifen soll, dann würde ich eher so angreifen. 1, 2, 3. Ein Schaden in dem Fall aus. Oh ja, er zeigt Naturenergie, gell? Passt perfekt. Ich mache einen 2er Angriff. Ja. Aber ich würde sagen, der René bleibt zu viel an, wir haben das in alles verwendet. Aber darf er die Naturenergie nicht erst in der nächsten Runde verwenden? Nein, nein, nur wenn ich es für mich selbst herstellen würde. Nicht, weil es nicht mein eigenes ist und ja. Hat man. Was hätten wir uns abgesprochen? Er hat zwar mehr Schaden, ja. Nur, okay, er erreicht natürlich 4. Naja, nein. Einen, den da kann er nicht runterstoßen. Beziehungsweise wenn ich in die andere Richtung angreife, den hier. Weil die stehen zu nah dran. Aber der Michi hat nicht ganz Unrecht, weil du machst einen Madl. Was macht Madl schnell? Er gibt diese Bank. Ja, und das heißt für nächste Runde hätten sie das. Naja. Nein, die haben 5 Leben. Er macht einen 3er Angriff. Ja, aber die runterfallen, kriegen auf jeden Fall 2 Schaden. Das stimmt aber schon. Also die Kleinen sind mit ziemlicher Sicherheit tot. Ganz kurz nur. Du kannst den und nein, du kannst 2 runterschmeißen. Genau. Also nein, wenn ich die 4 angreife, kann ich 3 runterschmeißen. Ja, die könnte ich auch runterschmeißen. Das stresst sich das Thema. Da oben links, einer von euch greift die 4 oben links an und einer von euch greift die 3 rechts an. Und die Frage ist nur, wie euch das ankommt. Ja, aber das Thema ist, wenn wir es so jetzt machen, bleiben 2 Teams oben. Das bleiben sie so oder so? Nein, wenn du sie angreifst, fliegt der runter. Der eine würde oben bleiben. Okay, und den schmeißt er runter. Ich habe recht, du könntest hypothetisch auch die hier so. Ja, das hätte ich sowieso gemacht. Also ich hätte den da angegriffen eigentlich, aber es wurscht. Wurscht ist auf jeden Fall den da, weil der steht da neben mir, ja. Und der den Fort, und die würden runtergeschoben werden von mir, auch alle, genauso wie bei ihm. Nur dass wir den Vorteil jetzt haben, dass der zumindest unten ist. Hätten wir sonst nicht. Und das stimmt ja. Ich bin grundsätzlich sogar wirklich dafür, weil dann habe ich nur einen von den Elite-Imps neben mir stehen und mich fokussieren. Und so hätte ich aber 2 neben mir mich fokussieren. Falls ihr versteht, was ich meine. Nein, natürlich. Was denkst du? Gut, dann greife ich die 3 an. Und zwar greife ich quasi den Black Imp 7 an und ich lege den Weg so, dass er über den Black Imp 2 und den Black Imp 5 geht. Ich setze die Eagle Eye Goggles ein. So. Und mache quasi 3 Angriffe. Zuerst einmal Black Imp 2. Was? Naja, aber das bin ich mir nicht so sicher. Das gilt nicht als Fernkampf in dem Fall, weil es ja ein Path ist. Was? Das ist ja eigentlich ist das ein Single-Target-Angriff. Das habe ich noch nicht gemacht, verdammt.
Habe ich meine Dings? Ich muss nämlich. Ja? Jetzt stark, genau. Das ist ja ein Single-Target-Angriff. Eigentlich nur im Weg dorthin bekommen die Leute Schaden. Ja, ich würde auch sagen, dass das so ist. Du würdest den nämlich daher schieben, während des Angriffs dorthin. Nein, stopp. Ich weiß nicht. Additionally target all enemies, sobald er einen weiteren durchzieht, hat er einen weiteren Target dabei, weil das ist kein Single-Target-Angriff. Hä? Und die Wallet drin. Ja, das ist kein Single Target Range Attacker. Sobald er diese Option da in Anspruch nimmt, hat er zusätzliche Targets, dann ist kein Single Target. Die Idee war gut, aber ich glaube, das geht so. Nein, es ist ja normal so Attack 3, Range 4 und dann drunter Additional Target All Enemies on the Path. Genau. Na, weil ein Area Angriff ist ja das. Das ist ein Area. Es ist kein AOE, aber es hat mehr als ein Target. Verstehst du? Denn sobald Target 2 oder Target 3 dabei steht, ist es auch kein Single Target Attack mehr und du kannst die Wallet bei Bomb aufdrücken. Okay, gut. Ja, ich kann es nicht, also meine ist auf jeden Fall Area, bei dem bin ich mir nicht sicher. Ich weiß, was du meinst, ich bin mir auch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber eigentlich bin ich ziemlich sicher. Weil er hat mehrere Targets und aber das ist kein Single Target Attack. Also ich würde es so machen, bis der René. Okay. Na, okay, ja, soll sein. Gut, das heißt, der kriegt insgesamt 4 Punkte Schaden und fällt runter und kriegt also insgesamt 6 Punkte Schaden. Der Black Imp 2. Was wollt ihr lieber? Näher beim Dings? Also ich würde ihn grundsätzlich näher neben den Wyrmling setzen. 6 Schaden hast du gesagt, ne? Ja. Der hat schon auf jeden Fall einen Fokus. Er hat Nummer 2 Leben. Okay. Hm? Achso, was hat der für Range Attack? Oh, bist du deppert. Da müssen sie sich gar nicht schnell bewegen. Gut, dann machen wir den zweiten Angriff. Das ist jetzt mit Advantage. Nochmal plus 1 und minus 1, also auch 4 Punkte Schaden. Aber der kriegt wirklich nur 4 Punkte Schaden und wird hierher geschoben. Noch einmal 4 Punkte Schaden. Ja. Also 6 Punkte, das heißt, der ist tot. Der Black Imp 7. Fällt der runter und ist unten die Münze, weil er unten stirbt? Ich fürchte nämlich fast. Er stirbt nämlich erst beim Runterfallen. Der 7 ist weg, den gebe ich einfach in diesen Black Imp. Wall an der M-Teil, if thus instantly die and no money token is found. Also den der Andi gekickt hat, war jetzt keine Münze, aber hier kommt eine Münze, oder? Aber stirbt. Er stirbt beim Runterfallen. Also durchs Runterfallen. Ich höre euch nicht mehr. Wo hast du ihn runtergeschoben? Da, auf D1. Das heißt, er fällt ziemlich genau auf den Blut drauf, er legt es unter dem Blut eine Münze. Na, es kann nicht, er kann nicht auf den Brute drauf fallen, weil dort kann er nicht stehen bleiben. Er kann entweder daher. Ja, er kann entweder da. Ach scheiße, jetzt bin ich wieder weg. Das ist ja wohl ein Witz. Ja. Na gut, ich bin gerade aus dem Spiel. Hört sie mich? Ja. Ich bin gerade aus dem Spiel raus. Ich stoppe jetzt mal meine Aufnahme.